Ein offenes Ohr für die Patienten und ihre Anliegen. Dr. Rias Halak ist der Neue im Schweter Krankenhaus. Mitte des Jahres wird der Mediziner den Chefarztposten der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie übernehmen. Dr. Barz hat ja die Klinik super aufgebaut. Wir wollen das, was bisher besteht, auch beibehalten und ausbauen. Also dazu gehört die Wirbelsäulenchirurgie orthopädischerseits, aber weil ich ja auch klassischer Unfallchirurg bin, wollen wir das auch unfallchirurgisch noch weiter ausbauen. Wir haben die Endoprothesen, die wir hier operieren. Die Endoprothesenzahlen sind im Laufe der Jahre, wie ich gesehen habe, rückläufig gewesen, aber wir können uns zertifizieren zum Endoprothesenzentrum, weil wir, ich glaube, auch die Endoprothesen hier wirklich gut operieren und wollen ja auch die Patienten eben einfach anlocken, weil das ein schönes Krankenhaus ist. Ja, und damit im Prinzip auch für die Patienten hier in Schwedt und Umgebung einfach auch da sein. Dr. Rias Halak ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Sein Studium absolvierte er an der Freien Universität. Zuletzt war er Oberarzt im renommierten Unfallkrankenhaus Berlin. Seit März ist er Mediziner in Schwedt. Hier fand er neue berufliche Herausforderungen. Der Familienvater hat sich mittlerweile im Klinikalltag eingelebt und auch der Papierkram geht leicht von der Hand. Klar, die ganzen organisatorischen Sachen sind wichtig, denke ich, aber das Operative gehört zum alltäglichen Leben eines chirurgischen, unfallchirurgischen oder orthopädischen Chefarztes einfach dazu. Ne? Und man muss auch sehen, wie man die Ausbildung macht, was man gerne reinbringen möchte, was man selber schön und die Qualität auch aufrechterhalten möchte. Darum muss man da auch im OP sein. Vom komplizierten Knochenbruch bis zur Sehnenplastik, vom künstlichen Gelenkersatz bis hin zur Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen. Das Leistungsspektrum der Klinik ist umfassend. Das gut ausgebildete Ärzte- und Pflegeteam hat sich auf die fortschreitende Spezialisierung in der Chirurgie eingestellt. Auch die Notfallambulanz, die als regionales Traumazentrum zertifiziert ist, fällt in die Zuständigkeit der Abteilung. Auch wir hier in Schwedt haben damit zu kämpfen, dass die Zahlen von Patienten in Notfallambulanzen kräftig steigen. Die Frage ist aber, ein Patient, der mit seinen Beschwerden nicht zurechtkommt, wie soll der entscheiden, ist er ein Notfall oder nicht? Und deswegen sucht er natürlich in den allermeisten Fällen immer das Krankenhaus auf, in der Hoffnung, dass ihm hier seine akuten Beschwerden genommen werden. Nur wir hier im Krankenhaus können wirklich feststellen, ist es etwas, was alleine mit den Mitteln eines Krankenhauses behandelt werden kann, und können wir ihn ohne Gefahr für Leib und Leben auch zum Hausarzt schicken. Und die moderne Medizin erfordert über 24 Stunden Röntgen, CT, MRT. Das kann eine Hausarztpraxis in keinem Fall bieten. Und unser Krankenhaus kann das, auch mit heftigen Anstrengungen, das muss man auch sagen. Aber deswegen bemühen wir uns, die Patienten nach ihrem Beschwerdebild erstmal akut auch hier anzunehmen und zu behandeln. Das Schweder Ärzteteam hat große Pläne. Die Notfallambulanz wird umgebaut und die Schockräume werden direkt ans CT angeschlossen. Eher langfristig angelegt ist dann die Entwicklung eines alterstraumatologischen Zentrums, um den geistigen Lebenserwartungen der Patienten noch stärker gerecht zu werden.